Hallo Michael, wir beide unterhalten uns heute, wenn es dir recht ist. Großkampftag an der Makromedia in Sachen Interviewtraining. Wir hatten Besuch von der Verlagschefin Jutta Rosselied und die hat unseren Kommilitonen mal gezeigt, wie man seinen Interviewpartnern am besten begegnet. Also, ich seppe einfach gerne durch die Programme, das macht mir Spaß und bei den wirklich witzigen oder sehr schrecklichen Dingen auch gleichermaßen bleibe ich sehr gerne hängen und schaue mir das gerne an. Am liebsten mit mehreren, weil da kann man besser lachen und hat mehr Spaß dabei, als wenn man das alleine macht. Du musst das ja auch eigentlich aufzeichnen, weil du auch immer alles, was zur selben Sendezeit läuft, auch gesehen hast. Von Körpersprache über Gesichtsausdruck bis hin zur Ansprache, über alles wurde ausführlich gesprochen. Freunde, die einem auch verschiedene Sachen zuschicken und das funktioniert eigentlich, da kristallisiert sich eigentlich schon die witzigsten Sachen. Ziel der Sitzung war es vor allen Dingen, Interviewstrategien am lebenden Objekt zu testen und nicht nur in der Theorie zu lernen. Muss ich sagen, ich bin nicht so ein großer Günther Jauch-Fan, weil ich finde, jeder sagt immer, er ist so sympathisch, aber ich finde, wenn man genauer hinschaut, er wirkt gar nicht so sympathisch. Er ist einfach außerordentlich beliebt, was auch gut ist, das finde ich super. Aber ich schaue es nicht so gerne und ich muss gestehen, ich habe es auch noch keinmal gesehen. Um wirklich alle strategischen Einzelheiten der Interviewführung selbst kontrollieren zu können und natürlich auch um Feedback aus der Gruppe und von der Expertin zu bekommen, wurde das Ganze auf Film aufgenommen. Besonderes Augenmerk lag da natürlich darauf, was man verbal, nonverbal und durch verschiedene Körperhaltungen, Formulierungen oder Betonungen dem Gegenüber für ein Gefühl gibt. Ich muss zugeben, dass ich auch manchmal... Für Jutta Rosselied kommt es vor allen Dingen darauf an, fachliches Know-how und pädagogisches Feingefühl zu kombinieren, um zu einer offenen und entspannten Atmosphäre im Kurs beizutragen. Niemand musste sich schämen, auch wenn natürlich nicht alles auf Anhieb funktioniert hat. Okay, Dankeschön.